So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen, wie ihr, okay, ihr könnt das eigentlich gar nicht sehen, aber Process Haul. Und ja, ich habe ganz viele neue Sachen wieder und natürlich auch wieder Favoriten. Und ihr wisst ja, ich bin begeisterte Process-Käuferin und werde ja auch vom Process gesponsert. Ich schreibe euch hier nochmal meinen Rabattcode her. Mit dem, also wenn ihr den dann eingibt bei eurer Bestellung, dann bekommt ihr minus 10% und ihr bekommt halt auch immer Geschenke dazu ab 40 Euro und die ändern sich alle 2 Wochen. Und welche Geschenke ihr dann immer dazu bekommt, das seht ihr dann auf Instagram bei mir meistens. Also schaut gerne auch auf Instagram vorbei. Und ich glaube, wir fangen mit den Favoriten heute an und hauen dazwischen die neuen Sachen rein. Und ach, es sind einfach so viele geile Produkte. Und das, was ich vorweg auch noch sagen wollte, also dieses Video dient natürlich als Inspiration für euch, wenn ihr nicht wisst, was ihr bestellen sollt, aber mal Lust habt zu bestellen. Und was ich euch sagen wollte, was ich eben bei Process so, so cool finde, ist, viele Online-Shops haben ja immer so einen Bestellwert und dann bekommt man die Lieferung erst gratis. Und ich finde es bei Process einfach so leicht, auf diesen Mindestbestellwert zu kommen, dass die Lieferung gratis ist, weil Process verwende ich auch, als würde ich in den Supermarkt einkaufen gehen. Bestes Beispiel hier zum Beispiel diese Burger Buns. Es gibt bei Process halt wirklich Produkte, die du ganz normal kaufst, auch im Supermarkt. Also statt die Sachen bei dem Supermarkt zu kaufen, bestell sie einfach bei Process, bestell dir ein paar Fitness-Snacks dazu und du hast eine gratis Lieferung, eine geile Sache einfach dir geholt. Und so zahlt sich, finde ich, auch Process mehr aus, also so zahlen sich die Bestellungen mehr aus. Aber jetzt habe ich genug geredet und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mit diesem geilen Produkt hier an, und zwar diesen Burger Buns. Ich habe leider schon 2 gegessen, weil die einfach so lecker sind. Und das sind Sesam Burger Buns. Ich sag euch, die sind so gut. Und ein ganzer Burger, die sind halt wirklich sehr, sehr groß, hat nur 160 Kalorien. Und ich liebe die zum Abendessen. Und die sind so, so geil, aber sicher auch als Frühstücksbagel richtig gut. So, okay, ich glaube, wir machen doch gleich mit den neuen Produkten weiter. Und Leute, es gibt bei Process auch Tofu jetzt. Und ich wollte den die ganze Zeit schon essen und ausprobieren, aber ich habe extra gewartet, dass die Verpackung noch schön ist, dass ich es euch im Video zeigen kann. Aber ja, es gibt bei Process jetzt auch Tofu, verschiedene Arten von Tofu, vegan, High Protein, und ich finde es auch so geil eingepackt. Ich meine, es ist so schön. Okay, jetzt kommen wir zu einem Standardprodukt, was ich liebe. Und zwar dieses Sojaprotein. Ich selbst hätte mir das nie gekauft, aber so viele von euch haben mich gefragt, ob ich das nicht mal probieren kann. Und Leute, ich verwende kein anderes Proteinpulver mehr. Das ist viel geiler. Ich kann damit Riegel viel geiler herstellen. Ich habe auch ein super geiles Rezept zu so Proteinbällchen, so Cookie Dough Bällchen auf meinem Blog. Schaut da einfach mal auf meinem Blog Nadine Chiara vorbei, da habe ich so ein leckeres Rezept gepostet. Und das ist die Geschmackssorte Cookies and Cream, die hat auch so kleine Keksstückchen drin. Die ist einfach abnormal geil. Ich dachte halt immer, dass das Sojaprotein so sandig ist und ich hatte halt so viele schlechte Erfahrungen schon mit Sojaproteinpulver, aber das ist phänomenal. Wie gesagt, ich esse kein anderes mehr. So, da ich jetzt auch ein bisschen auf Süßstoff verzichte, habe ich mir diesen Dattelsirup hier geholt und wie ihr seht, der ist schon ziemlich leer. Und ich liebe es einfach mit Datteln zu backen, weil die Süße von Datteln halt auch richtig gesund ist und Datteln generell geil sind. Und hier habt ihr einfach einen flüssigen Dattelsirup. Ich meine, geil oder geil. Dann noch ein Favorit von mir, ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gezeigt habe, aber Kakaonips. Kakaonips müssen bei mir einfach immer dabei sein, bei meiner Night Bowl. Ich habe auch ein Rezept dazu auf Instagram, schaut einfach mal vorbei. Ich liebe Kakaonips, super crunchy. So würde ich sie nicht zum Snacken essen, aber so in Topfen oder Milchreis oder Quark halt, ist das mega. Dann noch ein mega Favorit von mir, was ich auch schon zum 4. Mal oder so bestelle. Das sind 1250 Gramm. Ich bestelle es zum 4. Mal. Ihr könnt verstehen, wie viel ich davon verwende. Sind die Instant Oats. Falls ihr nicht wisst, was das ist, das sind einfach geriebene Haferflocken im Keksgeschmack. Betonung auf Keks, weil der Keksgeschmack ist einfach absolut geil. Wie ihr das verwendet, ihr könnt das zum Backen wie Mehl mehr oder weniger verwenden, für Süßspeisen, für den Porridge verwenden, für so viele Sachen einfach. Also wirklich Mehl und geriebene Haferflocken verwenden. Auch in Smoothies passt das super, in Topfen ein bisschen was rein. Einfach mega, mega lecker, wirklich so geil. Kann ich euch empfehlen und so viele von euch lieben es. Ich habe schon so viel Feedback davon bekommen. Ich würde sagen, wir bleiben auch gleich noch bei meinem Favoriten. Und zwar, das sind diese Zero Cookies. Die bestelle ich auch ständig die ganze Zeit in solchen Packungen, weil das sind diese Cookies hier. Die
haben 180 Kalorien, 170 bis 180, und die sind so gut. Also wenn ihr auf Süßigkeiten steht, gesunde Proteinsüßigkeiten, bitte, bitte probiert diesen Kuchen. Ich könnte die in mich reinstopfen ohne Ende. Dann auch zwei neue Produkte hier. Einmal Matcha Green Tea und einmal Shape Up Tea. Das habe ich mir bestellt eigentlich für meine Mom, aber auch für mich, weil ich ja jetzt im Mini-Cut bin, also im Summer Thread. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, was das ist, dann schaut auch einfach auf meinem Blog vorbei. Das ist der neueste Beitrag momentan. Und da habe ich einfach die zwei Tees hier probiert und ja, finde ich richtig geil, könnt ihr auch gerne probieren. Wie gesagt, bei Process findet ihr halt wirklich ganz normale Produkte, Müsli, Pizza, Pasta, Tee, also wie ein Shop halt eben. So, und hier meine geliebten Matey Bars hier. Ich habe jetzt mittlerweile die Großpackung bestellt. Wie ihr seht, die erste Reihe ist schon gegessen. Das zweite Reihe, das sind diese Matey Proteinriegel. Ich habe sie im Karamellgeschmack. Ich finde die so gut. Die sind halt mit Schokolade ummantelt, haben einen flüssigen Kern und in der Mikrowelle 30 Sekunden mit Himbeeren und dann, wenn die 30 Sekunden um sind, mit kalten Himbeeren dazu anrichten. Ich sag's euch, das ist Heaven. Das schmeckt so abgöttisch gut. Ich liebe die. Und wenn ihr sie in so einer großen Packung kauft, dann werden die auch nicht zerquetscht, weil oft schreibt ihr mir, dass die halt zerquetscht werden, wenn ihr sie einzeln kauft während der Lieferung. Was logisch ist, weil die halt ziemlich weich sind. Also kauft sie vielleicht mal in einer Großpackung oder wenn ihr sie probieren wollt, kauft sie lieber doch mal einzeln. Aber Mateys gehören auch zu meinen Favoriten. So, Standardprodukt bei mir ist mein Flüssigeiweiß. Das gehört einfach immer dazu. Da habe ich gleich 4 Packungen diesmal genommen. So, eine Sache, die ich mir diesmal auch wieder bestellt habe. Ich habe ja von auf Instagram und hier auf YouTube auch in meinem letzten Video über meinen Blähbauch, der kein Blähbauch ist, berichtet. Lange Geschichte, schaut auf Instagram in meinem Highlight mal vorbei. Und da habe ich mir hier dieses Digestive Support, also so eine Verdauungsunterstützung, Dings, Tabletten vom Process geholt, die ich auch früher schon eine Zeit lang hatte. Die halt wirklich auch helfen bei Bauchschmerzen und Magenkrämpfen. Da nimmt man dann einfach eine Tablette und kaut sie und dann wird es bestenfalls besser. Ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Mir helfen die ganz gut, deswegen habe ich sie wieder bestellt. Und dann finde ich es auch richtig geil, dass man sich bei Process auch solche Probepäckchen bestellen kann. Und da habe ich mir von dem Sojaprotein andere Geschmacksrichtungen bestellt. Und zwar hier einmal Vanille und hier einmal Schokolade-Haselnuss-Geschmack. Genau das gleiche habe ich auch mit den EAAs gemacht. Die verwende ich jetzt nämlich auch während der Diät, wo ich halt ein bisschen definiere. Die unterstützen nämlich den Nicht-Muskelabbau mehr oder weniger. Also die verwende ich ganz gern während dem Workout, also Intra-Workout mehr oder weniger. Und da teste ich mich gerade durch die Geschmäcker durch und bestelle dann eine Großpackung. Dann, wie ihr seht, bei Process bekommt man halt wirklich einfach alles wie im Supermarkt, wie ich schon tausendmal gesagt habe. Ich habe mir Leinsamen bestellt, die sollen auch richtig gut für die Verdauung sein und generell sind Samen sehr, sehr gesund. Deswegen sind diesmal auch bei mir Leinsamen dabei. So, da muss ich jetzt näher kommen. Und zwar habe ich mir hier etwas Neues bestellt. Und zwar, ihr werdet das gleich sehen, so sieht es aus, sehr interessant. So ein Kartenhalter. Und ich fand das einfach so spannend, das war im Sale, das musste ich einfach mitnehmen. Da könnt ihr nämlich, wenn ihr hier zum Beispiel so eine Karte habt, die hier auf der einen Seite reinstecken. Ich demonstriere das mal. So, steckt ihr so dann rein. Die Karte ist drinnen. Und dann könnt ihr sie hier auch wieder rausziehen, ganz gemütlich. Und da könnt ihr mehrere Karten reingeben. Hier könnt ihr auch noch Scheine reingeben. Das ist mehr oder weniger so ein ultra dünnes Mini-Geldbörsel. Und das fand ich einfach voll praktisch, weil ich immer alle Karten verlege. E-Card, Bankomatkarte, Kreditkarte und sonstiges. Und da fand ich das halt einfach richtig cool, dass man da so die Karten reingeben kann. Also wirklich in diesen kleinen Schnitz. Und da passen dann mehrere rein. Und das fand ich einfach voll, voll praktisch. Ja, das ist neu. Finde ich geil. Noch etwas Neues sind diese Twees. Das sind einfach so zuckerfreie Lutschbonbons mit Vitamin C und ja, einfach so Vitamintabletten mehr oder weniger im Zuckerbonbon-Geschmack, aber ohne Zucker halt eben. So für unterwegs finde ich auch richtig nice. Dann habe ich mir seit langem auch mal wieder Muffins geholt. Muffins finde ich ja generell geil, so für zwischendurch. Sind zwar nicht meine Favoriten, weil ich lieber diese Cookies esse, aber Muffins sind einfach auch richtig gut. Und da kann ich euch empfehlen, nicht die Protein-Muffins zu nehmen, sondern die zuckerfreien Muffins, weil die saftiger sind. Und ich
habe mir die Schokokaramell bestellt. So, auch neu dieses Mal, die Packung ist leider ruiniert, habe ich mir eine ganze Packung, ihr seht, eine riesen fette Packung von diesen Energy Bars bestellt. Ich habe mir nämlich zwei einzeln bestellt. Das ist die Geschmackssorte Dark Chocolate Chips. Und da sind wirklich ganz viele Riegel drin und das sind einfach Kohlenhydratriegel, die ich urgerne vom Training esse oder zwischendurch, wenn ich wenig Zeit habe zu essen und einfach einen Snack brauche. Sind keine Proteinriegel, sondern wirklich Energieriegel mit Haferflocken, also wirklich natürlich, und Schokochips, und ich finde die einfach super. Da bekommt ihr eine ganze Packung und ich weiß nicht, ob die noch in Aktion sind, aber die waren letztens in Aktion und da sind so, so viele drin. Und die geben halt einfach Energie und sind richtig, richtig top, finde ich. Und praktisch einfach so eine ganze Packung zu Hause zu haben. Dann bekommt ihr bei Process natürlich auch Nüsse. Und ich habe mir jede Menge Nüsse bestellt. Weiter geht's mit den Zero-Soßen. Ich habe wirklich schon alle eigentlich durchprobiert von den Zero-Soßen. Schaut gerne meine anderen Process-Hauls. Und ich habe mir diesmal zwei Packungen Maple-Sirup wieder bestellt, weil ich die richtig gut finde. Und genau, also perfekt für alle Leute, die in Diät sind, Kalorien sparen wollen. Das ist der perfekte Sirup für Pancakes oder irgendwas Süßem halt. Schmeckt aber auch gut in der Gemüsepfanne, muss ich sagen. Eine Sache, die ich wirklich absolut liebe, und zwar der Intra-Workout-Shot rosige Limonade, habe ich euch auch schon öfter gezeigt. Das trinkt man während dem Training, hat ein bisschen Koffein, sprich macht ein bisschen wacher und versorgt den Muskel einfach mit Nährstoffen. Es ist so ähnlich wie die EAAs, einfach, dass ihr mehr Energie während dem Training mehr oder weniger habt. Also das trinkt ihr dann wirklich während dem Training. Und rosige Limonade ist so gut. Und hier noch ein Jelly, damit kann man einfach einen Pudding machen, ist auch mit Vitaminen angereichert, also ihr macht das einfach wie einen Pudding, Pulver mit Wasser aufkochen, kalt stellen und fertig. Habt ihr einen kalorienarmen Pudding und ich glaube, die ganze Portion ergibt richtig viel und hat nur 53 Kalorien und ist ohne Zucker. So, das war's auch mit dem riesigen Process Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich vergesse nicht, aber eigentlich sollten alle Produkte in der Infobox verlinkt sein. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Und ja, markiert mich gerne auf Instagram auf euren Process Bestellungen. Ich liebe es, eure Bestellungen zu sehen. Das macht mir immer richtig Spaß und freut mich auch immer, wenn ihr meinen Rabattcode verwendet und mich so unterstützt. Und ja, folgt mir, wie gesagt, gerne auf Instagram, auch auf TikTok oder sonst wo. Und ja, ich habe euch alle ganz doll lieb und abonnieren nicht vergessen. Und ich würde mich natürlich auch mega über einen Daumen nach oben freuen. Ich habe euch lieb und bis zum nächsten Video. Tschüss!